Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS22. Wir sind, wie man unschwer erkennen kann, wieder mal auf unserer Alpenmap, Neu-Mini-Brunn, und wir stehen hier am Feld, und zwar an dem Feld, auf dem wir jetzt gerade ernten mit dem New Holland. Und ja, ich sehe es gerade, er ist wieder mal ein bisschen komisch unterwegs. Ich heiße euch recht herzlich willkommen am heutigen Tag, und ja, wenn ihr die Folge seht, dann sollte es Karfreitag sein, und ich wünsche euch ein schönes Osterfest, schöne Ostertage, und wir wollen uns heute wieder mal ein bisschen entschleunigen, entspannen bei einer Runde Landwirtschaftssimulator 22. Was machen wir heute? Und wir schauen mal ganz kurz hier auf die Karte. Feld Nummer 26 ist erntereif, und den Weizen, den werden wir jetzt runterholen. Und dann haben wir ja drüben noch Feld Nummer 7, das ist auch erntereif, auch Weizen. Und das Ganze werden wir in unsere gleich gekaufte Getreidemühle bringen, denn ich glaube, das bietet sich an, dass, wenn wir jetzt so viel Material haben, dann kaufen wir ja doch einfach die Getreidemühle mal dazu. Ne? Ist ja nicht so wie bei armen Leuten, denn wir haben ja wirklich das Glück, gut gewirtschaftet zu haben. Ihr seht es rechts oben. Wir sind auf jeden Fall im Plus. So. Und im Gegensatz zum Beispiel zu unserem neuen Projekt am Deich, wir spielen die Butchern, eine Map vom Kalle, und dort haben wir ja als bei Null begonnen. Das heißt, wir mussten uns erstmal den Hof kaufen und die entsprechenden Flächen, Gerätschaften, und wir haben da schon ein bisschen auch einen Kredit auf der Bank gehabt, und vor allen Dingen werden wir da natürlich nicht so viel verdienen. Wir werden auch hier auf dieser Map demnächst auch umsteigen, beziehungsweise haben wir das nicht sogar schon? Ich glaube, ich verwechsel das jetzt ein kleines bisschen mit der Galgenberg, aber ich bin der Meinung, wir haben hier schon umgestellt auf schwer. So, wir gehen mal die Zeitskalierung wieder etwas runter. Und deswegen werden wir hier natürlich jetzt mehr in die Produktionen einsteigen, um Geld zu verdienen. So, der Kollege ist wieder mal voll. Er möchte abgetankt werden. Das tun wir doch gerne. Und zwar mit unserem neuen Brandner-Gespann. Ne? Ihr habt es mit Sicherheit schon gleich bemerkt. Wo ist er? Hier ist er. Da ist er, der Fendt. Quatsch, Brandner. Wir haben ja einen Rudolf-Anhänger, und da habe ich jetzt dazu noch passend, gerade für diese großen Abfahrgeschichten, noch den Drehschemel dazu gekauft. Also haben wir jetzt praktisch die Kapazität verdoppelt. Ja, da passen so knapp, glaube ich, 18.500 Kubik rein. Liter. So. Und das Ganze werden wir dann zu unserer neuen Produktion, zu unserer Mühle bringen. Und damit wir eben nicht jedes Mal fahren müssen hier, machen wir doch gleich hier ein ordentliches Gespann. So, wir können gleich mal rüber. Was mir einfällt, wir müssen auch gleich mal die Presse hochbringen. Jede Menge Stroh liegt jetzt hier auf dem Feld. Das werden wir natürlich dann auch abarbeiten müssen. Apropos abarbeiten, ich freue mich, und zwar kam ja vor kurzem ein Update zu dieser Map, und ich finde es einfach super. Beste Grüße oder besten Dank an den Modder TopAce888 dafür, nicht nur, dass er die Map gebastelt hat, sondern diese wunderschöne, sondern dass er die auch immer wieder regelmäßig überarbeitet, beziehungsweise sich eben anguckt und dann halt auch Fehler, Probleme oder ähnliches dann auch beseitigt. Und während ich jetzt hier den Helfer losschicke, können wir mal ganz kurz drüber reden, dass wir jetzt auf der Version 1.0.6.0 sind. Also wieder ein weiteres Update der Map. Und das Schöne ist immer das Erste, das Wichtigste. Ein neuer Spielstand ist nicht erforderlich. Wunderbar. So, fehlerhafte Kollision an der Kuhstalleinfahrt wurde entfernt. Die Preise für Schweinefutter beim Tierhändler angepasst. Die Sichtbarkeit einiger Deko-Elemente korrigiert. Verkaufsstelle Pizzeria aus dem Shop entfernt. Da bin ich jetzt ein bisschen, weiß ich jetzt nicht, weil ich sehe die Pizzeria noch, aber gut, keine Ahnung, wir werden es sehen. Probleme beim Abkippen von Trauben an den Verkaufsstellen beseitigt, am Kuhstall Unterstützung für Güllesystem hinzugefügt, und der Hochsitz an Feld Nummer 17 kann nun durch Fällen der Fichte nebenan entfernt werden. Also eher so kleinere Geschichten, die mit Sicherheit, und da gibt es ja ein Forum, da kann man das alles dann reinschreiben, was einem so auffällt, und da hat er sich mit Sicherheit ein bisschen, ja, inspirieren lassen und das eben abgearbeitet. Da sind wir nämlich wieder beim Thema. Und
das finde ich eben wichtig, wenn ein Motor sowas macht. Das ist super, das ist toll. Dafür gibt es ein Däumchen von mir. Danke sehr. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz ins Wetter. Ich sehe nämlich, es soll bald regnen. So, wann denn? Ach, da haben wir noch Zeit bis 12 Uhr. Okay, wir werden aber trotzdem mal an den Hof gehen. Ach so, ich muss jetzt erstmal überlegen. Mit welcher Presse sind wir denn jetzt hier unterwegs? Ich bin da jetzt gar nicht auf dem Laufenden. Lass mich mal kurz reinschauen. Denn wenn man mehrere Maps spielt, muss man ehrlich sagen, ach, wir haben hier auch die wunderschöne Fendt-Presse. Ja, jetzt sind wir natürlich hier mit dem Großen unterwegs. Okay, jetzt lass mich mal schauen. Der 265, der 265, der Valtra 265, 265 PS. Ja, also das soll der wohl ausreichend sein. Ich überlege noch gerade, oder nehmen wir hier den 27? Ach, lasst uns einfach mal den Valtra nehmen. Das ist doch auch okay. So, naja, okay. Wenn wir schon hier sind... Ihr seht es, ich habe hier nochmal einen Fendt gekauft, einen 314 Vario, und den habe ich mit einem Pöttinger Mähwerk ausgestattet. Ich bin ehrlich, weil wir in der Zwischenzeit da hinten das Feld gemäht haben, und dann habe ich mir gedacht, okay, bevor ich jetzt hier mit dem Xerion hier runterkomme, schnappe ich mir nochmal einen neuen Trecker, weil ich gebe es zu, ich bin noch nicht ganz so glücklich mit der Konstellation und mit den Geräten, die oben an unserem kleinen Berghof stehen. Und ob wir da tatsächlich dann wirklich mit diesem kleinen Traktor da, mit diesem 3-Meter-Mähwerk da wirklich weiterhin mähen, ich bin da ein kleines bisschen am Zweifeln. Und eventuell schicken wir dann eben den Fendt dann hoch, und dann soll der Fendt da oben mähen und und die Arbeiten eben erledigen auf diesem schönen großen Wiese. Und ja, deswegen habe ich mir auch gedacht, ja, kaufen wir hier schon mal einen kleinen Fendt. Und es ist einfach so, ich finde, hier passen die Fendts ganz, ganz gut hin. Das ist für mich so ein bisschen eben bergig, Fendt, Allgäu passt. Während wir ja auf der anderen Map, auf der Butchern, da werden wir hauptsächlich, denke ich, mit Glas arbeiten. Und John Deere. So, ah, da kommt was. Aber wir sind schneller. So ist ein bisschen der Plan. Dann haben wir dann wirklich auch ein bisschen Abwechslung. Dann haben wir eine schöne Alpenmap mit überwiegend Fendt-Geräten. Deswegen denke ich, wird auch einer der beiden Valtras demnächst zum Händler gehen. Und auf der Butchern, da werden wir dann hauptsächlich, denke ich, mit Glasgeräten arbeiten. Aber wir werden natürlich am Anfang auch ein bisschen aufs Geld achten müssen und deswegen halt auch mal das ein oder andere Gebrauchtgerät vom Händler erwerben. So, hat sich denn unser Drescher schon wieder gemeldet? Ich glaube nicht, Tim. Sodele. Ja, dann können wir auf jeden Fall schon mal anfangen, die Ballen zu pressen. Und dann werden wir mal schauen, wann wir das Ganze dann auch einfahren. So, hier links haben wir ja unser Zuckerrohrfeld. Das ist auch demnächst, denke ich, erntereif. Ja, ihr habt richtig gehört, Zuckerrohr hier auf Neu-Mini-Brunnen. Ja, das hat natürlich ein bisschen den Hintergrund, weil ich ja im Urlaub, so im Januar, Februar war ich ja auf Kuba, und deswegen war ja so ein bisschen das Thema, ja, machen wir mal eine Frucht, die so typisch ist, die aber ansonsten ja eher vernachlässigt wird im LS, so wie auch die Baumwolle, also ich glaube, das sieht man auch sehr selten. Okay, jetzt müssen wir vorne abdecken, hinten aufdecken, und dann können wir auf jeden Fall hier mal abfahren bzw. abtanken. Ja, jetzt geht die Rundum-Kennleuchte an und 80% zeigt er an. Also das heißt, wir sind rechtzeitig da. So. 10 km/h, 12 km/h, nee, 10 km/h. Und da rennt uns doch schon wieder das Wild ins Rad. Unter den Hänger.
Ja, da geht noch was, da geht noch was. So, jetzt ist er abgetankt. Sehr gut. Dann lassen wir den Fendt hier stehen. Und dann schmeißen wir ihn hier an. Aber wir werden beim Blick die Spur nebendran anfangen. Einmal ausklappen, bitte. Ich danke. Ja, okay. Die Farbwahl ist jetzt vielleicht ein bisschen... Aber okay, okay. Los geht's. Tempomat rein. Und dann fahren wir mal los hier. Sehr schön. Wunderbar. Ja, ist ja wie gesagt mit das größte Feld oder sogar das größte Feld hier auf der Map. Und wenn ich hier links rüber schaue, ich freue mich so auf den Zuckerrohr. Da freue ich mich drauf, wenn wir das hier abarbeiten. Das wird noch witziger oder noch spannender als Häckseln. Denn ich glaube, da hat man gerade mal zwar eine Breite von 2 oder so, wenn ich richtig weiß. Also das wird eine größere Geschichte, das wird eine größere Aktion, wenn wir hier dieses Feld dann eben entsprechend abarbeiten. So. Ja, der Valtra kommt zurecht. Ich glaube, 12 km/h ist das okay? Ja, ich glaube, er ist ein bisschen langsam. Ne? Er könnte etwas schneller eigentlich. So, dann ja, ja. Ausschalten, dann kriegen wir auch mehr PS aufs Rad. Und weiter geht's. Ja, bergab 17 ist klar, ne? Also 17 ist, denke ich, hier die Arbeitsgeschwindigkeit. Wunderbar. Ach, wie ich diese Map liebe. Aber eben dann auch ganz, ganz wichtig, eben jetzt unser Kontrastprogramm mit der Nordsee-Map, wo wir eben überhaupt keine Berge sehen. Aber auch, wie gesagt, eine schöne, kleine, schnucklige und wirklich gut gemachte Map, worauf ich wirklich richtig Bock habe. Und natürlich die Herausforderung jetzt auch gestellt, nicht als neuer Farmer mit einem Hof und komplett ausgestattet, weil das ist auf der Butchern so, da ist man wirklich gut ausgestattet eigentlich für den Start, gar keine Frage, sondern wir sind gestartet als neuer oder bei Null und das wird jetzt auf jeden Fall eine interessante Geschichte. So, ja, dann haben wir jetzt im August wieder einiges zu tun. Auch ein bisschen die Felder vorbereiten. Und wenn ich richtig gesehen habe, ist theoretisch der erste Teil der Alpenwiese, die da vor uns liegt, am Berg. Die wäre auch schon wieder erntereif, aber wir lassen es jetzt mal ein bisschen wachsen. Denn ihr erinnert euch, wir haben ja die Wiese einmal zur Hälfte gemäht und dann im nächsten Monat die andere Hälfte. Das müssen wir jetzt erstmal wieder in Einklang bringen und ich denke, das wird jetzt noch 2 Monate dauern. Und was hier das Stroh angeht, bin ich gerade im Überlegen. Ich denke, da können wir auf jeden Fall, wenn wir hier an der Ecke sind, einen Teil gleich mal hochbringen. Ja, dass auf jeden Fall ein bisschen Stroh auch oben ist, gleich bei unserem neuen Kuhstall. Ja, eine Quaderpresse ist halt einfach schön, da kann man einfach durchfahren. Kann mal nebenher einen Schluck Kaffee nehmen. So, okay. Wie sieht es denn aus mit unseren 54? Ja, das passt soweit. So, fällt da kein Ballen hinten raus? Nein. Und weiter geht's. Haben wir eigentlich den Motor ausgemacht beim Fendt? Ich denke doch. Ja, ich meine, es würde sich jetzt natürlich jetzt auch wieder anbieten, dass wir hier auf dieses Feld eventuell dann auch Mais packen. Ich weiß es jetzt nicht. Müssen wir mal schauen.
Weil rein theoretisch ist dieses Feld natürlich in der Nähe von der BGA dort oben. Na, wir müssen mal sehen, wie wir das Ganze bewerkstelligen. Jetzt erstmal hier Erntezeit, August, September. Und dann schauen wir mal, ob wir noch dieses Jahr was aussehen oder dann halt eben erst im nächsten Jahr. Da ist es ja dann immer März, April. So, mal kurz ausschalten, kurz entladen. Okay. Der Drescher ist bei 73. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Dass wir hier mal übernehmen und dann mal rüberfahren und dass da drüben die Ecke erstmal fertig machen. Weil da müssen wir sowieso wieder von oder selbst fahren. Hilft nichts. Denn da stehen schon wieder die Bäume und die haben natürlich den Helfer wieder etwas irritiert. Deswegen hat er wohl zurückgesetzt. Okay. Ja, weil wenn wir dann die Bahn zurückfahren, dann dürfte der Drescher voll sein. Dann können wir den wieder abtanken. Und dann geht's zur Mühle, zu unserer neuen Produktion, die wir gekauft haben. Ja, wir sind hier ständig am Kaufen. Liegt halt eben einfach daran, dass wir unser Geld halt auch gleich wieder investieren, was wir hier verdienen. So. Gucken wir, dass wir ein bisschen in der Spur bleiben. 87, okay. Passt das? Ja, das passt so. Okay. Ja, ist ja wie gesagt immer ein bisschen schwierig hier aus der Innenperspektive mit dem Drescher zu fahren. Getreide. So, 91. Ja, dann lassen wir den Helfer marschieren. Ja, das sollte passen. Dann springen wir gleich mal rüber. So, dann tanken wir nämlich ab und wenn der dann leer ist, dann können wir ihn hier den Rest der Bahn runterschicken. Dann mal das Rohr ausgefahren. Das müsste doch gerade passen, oder? Sehr schön. Okay. Jo, die Ballons sind auch wieder unterwegs, die Windräder drehen sich, das Wetter ist fantastisch und die Berge wachsen weiter in die Höhe. So, sehen wir da hinten einen Zug? Nein, doch, da kommt er, wie bestellt. Hervorragend. So, Dele. Ja, hier ist einfach ein bisschen Action. Action, full Action, auch hier auf dem Feld sind wieder mal hier das Wild unterwegs. Sudele. Ja, der New Holland braucht dringend Pflege, das sehen wir schon. Aber wer was schafft, darf auch ein bisschen dreckig werden. Sudele, auf geht's, die letzten zwei Bahnen. Ja, das wird wohl der Helfer schaffen. Sehr gut, dann springen wir mal rüber. Und dann bringen wir hier mal die Fuhre zur Mühle und dann können wir die nämlich auch schon mal anschmeißen. Und jetzt überlege ich gerade, fahren wir hier runter oder fahren wir hier runter? Wir fahren hier hoch. Ja, wobei runter wäre jetzt natürlich einfacher. So. Ja, dann fahren wir lieber runter. Der kämpft ganz schön hier, der Fendt. So, Dille. Ja, jetzt fährt er. Ja, jetzt fährt er fast von alleine.
So, wie viel haben wir denn jetzt drin? 36.000, fast 37. Okay, zu 99%. Das hat ja genau gepasst vom Timing. Da durch die Bäume sieht man übrigens die Zuckerfabrik. Die müssten wir uns dann nämlich auch kaufen, wenn wir das Zuckerrohr ernten. Dann können wir das nämlich dort weiterverarbeiten. Oh, da kommt einer. So, jetzt aber. Und ich denke, wir müssen jetzt die Rundumkennleuchten einschalten. Sehr schön. Genau, da werden wir nämlich das Zuckerrohr in der Zuckerfabrik gleich weiterverarbeiten, weil meines Wissens müsste das ja gehen. Und hier geht es jetzt hoch. Was steht denn da? Biogasanlage? Nee, oder? So. Ein bisschen den Berg hoch. Ein bisschen mit Schmackes. Noch kann er beschleunigen. Ja, jetzt wird es schon schwierig. Rechts geht's zur Molkerei, links geht's zur Getreidemühle. Ja, sehr schön, das klappt. So, dann müssen wir zuerst... Achso, jetzt überlege ich gerade. Stopp, wir müssen mal kurz die Hilfe... Haben wir denn einen Seitenkipper? Wie ist denn das? So, der hier... Abkippseite hinten... Kornschieber links. Alles klar. Wir können abkippen. Das klappt soweit. Ja, supi. Dann machen wir mal die Rundumkennleuchte aus. Und dann werfen wir hier gleich mal Weizen. Genau, da haben wir nur Mehl auf den Galgenberg. Auf der Galgenberg können wir ja in der Getreidemühle auch Getreideschrot herstellen. Also hier ist es klassisch. Gut, dann werfen wir das Ganze an und produzieren jetzt erstmal Mehl. Sehr schön, der ist durch. Wichtig, hinten umschalten auf den anderen Anhänger. Und ich würde sagen, da gucken wir auch, dass wir Abkippseite links machen. Dann wird das Ganze stimmig. Hervorragend. Und ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen heute Abend, beziehungsweise hier an Ostern zur Osterfolge von der neuen Mini-Brunnen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit. Hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wir sind wieder unterwegs, werden hier richtig arbeiten. Und ich sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.